Hi Leute, Menschlichkeit. Und zwar geht es darum, von der Sprache zu lernen. Und zwar, ich denke, von der Sprache kann man einfach so viel lernen. Und wenn man sich einmal, kann man sich die verschiedenen Sprachen anschauen. Deutsch, Englisch und so weiter. Deutsch ist eine sehr differenzierte, sehr genaue Sprache, die sehr genau Subjekt, Objekt und so weiter ausdrückt und diese ganzen Dinge. Und da kann man viel über seinen Hintergrund, über die Geschichte und über seine Verhaltensweisen lernen. Und aus der Sprache kann man einfach viel Sinn von Wörtern auch erkennen, wenn man mal drauf achtet, wie zum Beispiel bei Menschlichkeit. Menschlichkeit, der Mensch. Dieses Wort bedeutet ja nicht, Menschlichkeit bedeutet ja jetzt nicht Krieg oder so, sondern unter Menschlichkeit versteht man das Friedvolle, das Geben, das. Ja, das. Ja, Menschlichkeit ist eben einfach, sich menschlich zu zeigen. Daran erkennt man ja schon, was der Ursprung des Menschen ist. Dass der Ursprung des Menschen nicht Gewalt ist, sondern Menschlichkeit bedeutet ja, gut zu sein, Herz zu zeigen, mal was zu helfen und so weiter. Und in so vielen Wörtern in der Sprache kann man einfach, wenn man mal drauf achtet, so viel erschließen sich. Zum Beispiel begeistert sein, voll geisterfüllt sein. Oder wenn dich jemand enttäuscht hat, enttäuscht, Ende der Täuschung. Und so weiter. Und wenn man mal auf die Sprache achtet, was man eigentlich so von sich gibt und dann die Wörter mal durchdenkt, dann erkennt man mal, wie man tickt oder was überhaupt noch ursprünglich auch dahinter gesteckt haben kann. Viele ursprünglichere Sprachen zum Beispiel, wo der Mensch noch nicht so vom Bewusstsein so manipuliert und weit unten war wie heutzutage. In vielen Sprachen, bei den Rastas, gibt es zum Beispiel keine besitzanzeigenden Fürwörter. Die sagen, I car, ich Auto, da gibt es keinen Besitz. Alle besitzanzeigenden Fürwörter sind bei denen weg. Und sowas kann man in vielen Sprachen entdecken. Umso ursprünglicher die sind, dass die. Wie es sollte mein, dein, die wissen, dass man was nicht besitzen kann. Du kannst dir was kaufen, aber morgen brennt es ab. Die haben einfach alles geteilt. Jeder konnte es nutzen, wenn es gerade frei war. Fertig. Die haben gar nicht in solchen Schubladen gedacht, wie Besitz oder so. Und wenn man auch mal in der deutschen Sprache auf viele Wörter achtet, ja, begeistert sein, Enttäuschung. Solltest froh sein, wenn du enttäuscht wurdest und sowas. Ja, das sind jetzt nur so ein paar Beispiele, die mir einfallen, aber das ist bei, ja, bei allen Wörtern so. Da wollte ich nur mal darauf hinweisen. Finde ich ein ganz interessantes Thema, kann man sich eigentlich mal sehr näher mit beschäftigen. Ab und zu habe ich mal drauf geachtet und so. Und ja, ich fand es ziemlich interessant und viele gehen da immer ziemlich gut drauf ein. Viele Leute und. Aus der Sprache kann man eben so viel lernen. Das war's für heute. Peace, Leute. Macht's gut. Ciao.